Hallo liebe Schraubenfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Keep Schraubing im Projekt The One. Ja liebe Schraubenfreunde, im heutigen Video wollen wir gerne diese Teile hier einbauen. Sehr geil, die haben uns nämlich alle gefehlt. Und der Olli Schmidt von Golf 1 Freunde Süddeutschland hatte die Sachen da. Dankeschön Olli nochmal. Wir bekommen eine geile Domstrebe hier auf jeden Fall aus Aluminium. Die werden wir drauf machen. Die fehlt nämlich, die muss dahin. Dann fehlt ja noch für die Beifahrerseite dieser Zuluftschlauch für die Frischluftdüse vom Beifahrer. Meine Frischluftdüsen sind kaputt, habt ihr vielleicht in den letzten Videos gesehen. Die werden wir erneuern. Wir haben hier echt gut erhaltene bekommen. Die machen wir rein. Der Angstgriff auf der rechten Seite fehlt. Und Pedale. Pedale sind ein Thema, zeige ich euch gleich. Dann haben wir noch hier eine Schaltmuffe bekommen. In Leder und vom Golf 4 einen Schaltknopf, zufällig in Wagenfarbe. Die wird man nämlich verbinden, die zwei Sachen hier, so dass das einmal unten auf die Kulisse passt und oben auf den Golf 3 Schaltknopf, Schalt, Bock und dann passt die Nummer. Wir haben ein paar Pakete bekommen, die bauen wir jetzt auch alle. Ja, Pizza haben wir auch bekommen. Pizza ist auch gekommen. Wie gesagt, Olli Schmidt, Golf 1 Freunde Süddeutschland, hat uns richtig geile Sachen zukommen lassen, die wir jetzt alle einbauen können. Hier die Schaltmuffe für den Golf 1, die müssen wir umbauen mit dem Schaltknauf vom Golf 4, wo wir schon eingebaut haben. Dann haben wir bekommen, richtig cool, die Cappy Original Official von Golf 1, Freunde Süddeutschland. Danke Olli, richtig geil am Start, yes. Aber ich trage keine Caps, die kommen ins Auto auf jeden Fall. So. Schlüsselbanner haben wir auch. Richtig cool. Bin da richtig stolz drauf. Ich wurde aufgenommen in diese coole Familie. Richtig geil. Ja, Mann. Und was haben wir noch? Aufkleber. Das kommt selbstverständlich mit auf den Golf. Muss sein. Support ist Killer. Dann das Ding fehlt bei mir am Sitz. Kommt drauf. Ah, richtig cool. Guck mal. Die Kappen für unsere Dome. Richtig geil. Yes. Richtig gut. Jetzt sieht's aus wie geil. Also. Dann haben wir hier, ja, Olli, richtig cool, hast dran gedacht, eine originale Gurtkappe, sogar mit VW-Emblem. Guckt euch das mal an, wie geil, weil die fehlt bei mir. Jetzt können wir die noch draufstecken. Das machen wir dann gleich. Diese Geschichte. Dann haben wir noch bekommen dieses Päckchen hier. Was ist das Schönes? Ich weiß gar nicht mehr zum Teil, was ich da bestellt habe, wenn ich ehrlich bin. Ich bestelle immer so viel Material und dann muss ich es erst immer wieder zuordnen. So, Glas. Das Seiglas steht drauf. Was ist das? Ah ja, ich weiß, was das ist. Das ist was Cooles, das packt man noch nicht aus. Was hierzu gehört, zu diesem coolen Paket hier. Jawohl, was haben wir da bestellt? Yes, geilo. Geilo von Yom. Okay, gucken wir mal, was da drin ist. Das ist wie Weihnachten, das ist wie eine bessere Bescherung für Autoverrückte hier, ja, definitiv. So, ihr vermutet, es ist richtig, es sind Scheinwerfer für diesen geilen Golf. Und zwar habe ich mich entschieden für Klarglas, Schwarz, Fadenkreuz. Bam! Mir gefällt. Obwohl ich kein Klarglas-Fan bin, ich habe es aber gesehen beim Viktor Schweizer und beim Beek hier, die ganzen Golf 1-Verrückten, die haben die alle drin. Und ich fand es so sexy und mein Kumpel Ono hat mir auch gesagt, hol dir Klarglas, das wird die Front nochmal richtig schön dunkel machen und schwärzen und das wollen wir haben. So, und das, was hier drin ist, gehört nämlich zu diesem Umbau hier. Und zwar, ich habe es nämlich in der Reihenfolge falsch rum aufgemacht, das sind Scheinwerferringe, die eigentlich dafür gedacht sind, originale Scheinwerfer etwas dunkel zu machen. Ja, hier Augenringe, Schwarzglanz, richtig geil. Du pfeifst, das finde ich gut. Und die kommen dann hier dazu. Und das passt auch. Richtig geil. Und dann ist der Scheinwerfer noch dunkler. Also richtig geil. Werden wir zusammenbauen, da einschrauben. Ich freue mich schon drauf. Richtig cool. Die Scheinwerfer sind aus eBay. Kosten ca. 70 Euro inklusive Versand. Diese Dinger kosten 15 Euro. Also lässt sich machen. Wen es interessiert, ich packe mal den Link in die Videobeschreibung. Einfach anklicken, dann seid ihr direkt auf der eBay-Händler-Page. Also, machen wir die rein und keep schrauben!
Ja, Pedale. Pedale sind ein Thema. Wir haben 2 Stück bekommen. Kupplungspedal, wie auch immer. Weil, wie ihr seht, wir hier eine 3-Stufen-Methode haben. Tack, tack, tack. Ja, Mann, sieht nicht gut aus. Golf 4 Kupplungspedal und der Rest ist eben original. Golf 4 Kupplungspedal war, glaube ich, eine Bombenlösung, um das Ganze hier so zu gestalten. Aber ich finde, es sieht halt optisch nicht schön aus. Und ich werde das mal da oben zerlegen, das ausbauen komplett und mal schauen, ob wir hier ein Originalpedal irgendwie adaptieren können. Vielleicht müssen wir irgendeinen Halter schweißen. Wir haben vom Olli 2 Stück bekommen, nochmal einen anderen hier, der so eine verlängerte Halterung dran hat, der hier nicht. Ja, müssen wir schauen, wie wir das am besten machen. Und dann müssen wir noch dieses ganze Geraffel hier zusammenbauen. Und hier aktuell Golf 5 Schaltknauf. Ja, finde ich cool, aber der ist leider etwas zerstört. Witzigerweise passt der Golf 5 Schaltknauf auch perfekt in diese Führung hier rein und rutscht nicht und dreht nicht durch. Echt cool, würde auch passen, falls der Golf 4 Schaltknopf nicht geht. Was haben wir noch gemacht hier? Hier haben wir Golf 2 Tacho umgebaut, ja, und die Schalter vom Golf 2 eingesetzt hier. Lichtschalter, wir haben das komplett lean gemacht, also ganz schlank. Hier richtig geil, Corrado ABS Lampe und das ist richtig cool, Zündung an. Dann geht die an und auch wieder aus. Richtig geil, also ABS funktioniert und dann haben wir hier nur noch Nebelschluss, mehr haben wir auch nicht. Heizung, Originaloptik und die Lichter funktionieren sogar richtig cool, ja Mann. Und auch das Licht im Aschenbecher, die Aschenbecherbeleuchtung geht auch, wie ihr seht, richtig cool. Genau, und ich zeige euch gleich, wie ich das hier gemacht habe. Ist ein bisschen tricky, Golf 2 Tacho einzubauen, aber wie ihr seht, sieht es besser aus als in Sedat seinem VR6 Turbo. Hier passt nichts rein, hier ist schön zu und liegt alles wunderbar an, ohne Bearbeiten von dem Außenplastik hier. Ja, zeige euch gleich wie. Ja, und um meinen Golf 2 Tacho hier anzupassen, muss man ein bisschen was verändern. Ich mache uns ein bisschen Licht. Hier, so reicht's. Man sieht diese Teile hier, die muss man oben versetzen. Ja, also die muss weiter nach außen wandern. Ich habe mir ein Blech gebaut und dann ein Loch eingebohrt. Und dann wandert Tacho hier rein in die Löcher und nicht mehr auf die Auflage, wie es beim Golf 1 war, sondern mit den Stiften durch diese Löcher, die passen da perfekt rein. Man muss nur diese Gummikondome runternehmen und dann sieht es so aus. Dann hier einfach die Schraube versetzen, weiter nach hinten, so dass das ganze Aggregat nach hinten wandert, also sprich nach vorne wandert. Und dann sitzt es da so drin und dann passt auch unsere neue abgeänderte Blende drauf. Guck mal, wie geil die ist. Ja Mann, ich habe da ein bisschen was verändert. Wir haben ja Golf 2 ZE, also haben wir jetzt auch Golf 2 Lichtschalter. Ja, ich habe mir Bleche gebaut, habe die ausgeschnitten, habe die da reingeklebt, fast unsichtbar, schwarz lackiert. Und jetzt haben wir fast eine Golf 1 Optik mit Golf 2 Knöpfen. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Das ist sowieso Golf 2 hier, der Lenkstockschalter, wisst ihr ja. Tacho Golf 2, also ich finde es richtig gut. Und wir haben MFA. Was ich jetzt noch brauche, ist den Hebel. Max Randl, ich warte auf dich. Und so sieht's aus, wenn es fertig ist. Eigentlich cool, oder? Also mir gefällt es schließlich mein Auto. Ich weiß, viele Hater werden sagen, ja, aber das macht man nicht und das macht man nicht und da macht man nicht. Aber ich mach, weil ich finde, geil. So, und jetzt brauchen wir noch ein Radio mit DAB, weil dieses Auto keine Antenne hat. Deswegen wird man die da irgendwo hinkleben, unsichtbar an die Scheibe. Und dann ist geil. Und das Coole ist, es passt auch die Lenkstockschalterabdeckung vom Golf 2 hin jetzt. Also richtig gut. So sieht's jetzt aus. Ja. Gleiche Ebene, ja, gleiche Höhe, passt, jetzt sieht es nach was aus. Dann machen wir auch noch mal ein Gummi drauf auf das Gaspedal und dann ist okay, mir gefällt's und es ist mega stabil, yes, wackelt in keiner Richtung, perfekt. So, als nächstes machen wir hier unsere Frischluftdüse und unser Rohr rein, was wir neu bekommen haben, sehr geil. Da muss man die Klammern zusammendrücken. Am besten, wenn man von innen rankommt und diese Klammern hier so hoch und runter drückt jeweils. Dann kommt man raus. Und jetzt fehlt hier unser Verbindungsrohr von hier praktisch nach da. Jetzt haben wir es. Ja, typisch. Meine Autos immer Funktion 100. Muss sein.
Anders geht nicht bei mir. So. Jetzt hit. Und passt natürlich perfekt. Neue Frischluftdüse. Naja, neu. Die Sachen sind alle 30 Jahre alt. Aber funktionsfähig auf jeden Fall. Und nicht beschädigt. Jawollo. Und passt perfekt. Also diese Frischluftdüse habe ich jetzt auf den Kopf reingesteckt. Erstens mal, weil die einen Winkel hat, dass der Schlauch auch drauf passt. Und des Weiteren möchte ich gerne auf beiden Seiten jeweils dieses Rad außen haben zur Tür. Sonst wäre es ja falsch rum. Dieses Ding kann man sicherlich auch umbauen, dass das unten ist. Werden wir später mal sehen. So. Hier im Übrigen Bodensee Car Connection. Ja, jetzt müssen wir kurz weghängen hier, dass ihr was seht. Wir haben nämlich hier einen Angstgriff, der hier fehlt. Der kommt da wieder hin. Dieses Auto ist wirklich böse. Läuft echt schnell. Ohne Spaß. Also ein bisschen was müssen wir noch machen, damit wir hier die Kraft auch auf die Straße bringen, weil es ist echt übel, wie die Kiste hier läuft. Ohne Flachs. Ja. Und ich bin stolz darauf, was wir da gemacht haben. So. Spätestens wenn der Käfig hier wieder reinkommt, irgendwann, eher spätestens beim Verkauf, ich mag nicht vorne mit Käfig fahren, muss das hier wieder weg, weil hier läuft dann das Rohr vom Käfig. Ist halt so. Ja, eine neue Sonnenblende gibt es auch. Die ist nämlich hier gebrochen. Jawohl. So, dieses Teil ist nämlich abgekracht. Es ist ja eins mit dieser Gelenkstange hier. Die machen wir wieder hin. Voila, mit Schminkspiegel, jawohl. Schraube eng. Dann habe ich hier noch was richtig Geiles bekommen, ja. Von Pitney Bowes, von Hermes UK, Great Britain. Ich habe was Geiles bekommen. Haha, das war ein Zufall. Diese Dinger hier, diese geilen GT3 Style Türlaschen. Richtig fett. Anstatt diesen Gummiteil werden wir die jetzt hier hinbauen. Wie geil, oder? Fast in Wagenfarbe. Da steht jetzt unser Einser. Und so sieht er aus. Aufkleber weg. Fahrhöhe, naja, geht so. Schraubing-Bepper drauf. Jawohl. Käfig bis jetzt nur der hintere Teil. Der vordere kommt beim Verkauf noch rein. Sieht gut aus. Ja. Ja, hier ist ein bisschen was, so wie so eine Kante, aber das ist schon ewig so, ist überlackiert. Die Felgen, ja, bis auf diese Schramme vorne rechts, die leider schon war, ist alles gut. Und so sieht der aus. Vorne, ah, der musste hin. Und jetzt ist das der Stand. The One ist am Start. Danke fürs Zusehen, abonniert alles und keep schraubing.